Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video mit dem Jungen mit der Harry Potter Frisur oder auch seit neulich bekannt als Bobby Joe Jr. Das ist Bobby Joe Jr. Sein Vater hieß auch Bobby Joe. Egal, was die Regierung wieder für düstere Machenschaften treibt, Bobby Joe Jr. ist vorbereitet. Heute gibt es ein lang ersehntes Video. Es gibt den zweiten Teil von Ich teste verrückte Fortnite-Produkte. Und ich habe bei Amazon ein paar Sachen gekauft. Die sind hier irgendwo unter dem Tisch versteckt. Hier sind sie. Und zwar gab es ja beim letzten Mal schon ziemlich viele Sachen. Ich habe auch nicht alles ausgepackt und es kamen noch welche nach. Also, ich hoffe, da steht auch keine Adresse drauf. Fangen wir an mit den verrücktesten Fortnite-Produkten. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn jedes oder jede der Sachen, die sind deutsch. Sprachen lernen, Bubble. Jede der Sachen, die hier gezeigt werden, könnt ihr gewinnen. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr gewinnen wollt, warum ihr gewinnen wollt und euren Instagram-Namen dazu, weil es über YouTube euch anzuschreiben ist gar nicht so einfach. Deswegen lieber über Instagram. Also, ich glaube, jeder hat es verstanden. Legen wir direkt los. Achso, hinter der Kamera ist übrigens Felipe. Er spielt gerne dieses Spiel, was schon seit 3 Jahren out ist. Und er spielt auch gerne Fortnite. Ziemlich scheiße übrigens. Stimmt überhaupt nicht. Aber wenn ich schon fronte, muss ich auch mich selber dissen und ich bin viel schlechter. Das ist wahr. Das ist wahr. Und das ist schon schwer, schlechter zu sein als Felipe. Okay, was haben wir denn hier in dieser Kiste? Ein paar Sachen, die so eingepackt sind. Aber ich würde erstmal fortfahren mit den... Mit sowas hier zum Beispiel. Das ist doch ein Fortnite-Lama, oder? Kennt man doch, oder? Aber die Frage ist, ob was drin ist. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ist es einfach nur die Verpackung oder sind da Süßigkeiten drin? Was denkst du? Das fühlt sich schon so an, oder? Ja. Es könnte schon sein, dass da ein paar Süßigkeiten drin versteckt sind. Ja! Also ich glaube, das wird schwierig, das zu verlosen, weil ich muss das aufmachen. Ich muss das kaputt machen. Du musst es aufessen vor allem. Alter. Ich glaube, das Ding hat irgendwie 30 Euro gekostet oder so. Also auf jeden Fall ein sehr humaner Preis für so eine kleine Sache. Das ist eine Piñata, du musst dich schlagen. Nein, das ist zu gewalttätig. Weißt du, Monetarisierungsoptionen sind dann weg. Ich hole mal kurz eine Schere und versuche das so operativ wie im Krankenhaus aufzumachen. Bis gleich. Ich wollte schon immer ein Arzt werden. Leider hat das mit dem IQ nicht ganz funktioniert. Aber ich hole meine Chance nach. Okay, komm mal. Der ist da schon wieder, Alter. Der Nachbar. Der Vermieter. Nein! Ich wollte dich pranken. Das ist meins! Meins, Alter! Wieso klaust du mir alles? Ich wollte dich gerade pranken. Wie geil! Uff, richtig geil! Okay, also ich weiß nicht, was das sein soll, aber das sieht aus wie, nicht wie eine Süßigkeit auf jeden Fall, oder? Ich mach mal eins auf. Einfach mal so einen Rucksack. Ah, ich glaube, das ist ein Spielzeug, das man so zusammenbasteln kann. Kann das sein? So ganze Fortnite-Figuren. Oha, also ich mach das einfach mal auf. Mal gucken, ob da irgendwas Cooles rauskommt. Das hier ist ganz wichtig. Das ist, weil es groß ist, oder? Ja. Groß ist immer besser. Wow, ein Zaun. Ah, hier ist diese Granatenwerfer. Oh, der Granatenwerfer. Geil, Alter. Sturmgewehr, oder? Das ist die AR, ja, das ist doch die... Nicht schlecht, okay, aber was soll ich damit anfangen? Ich will eine Figur haben. Hier ist noch eine Waffe, diese Pump. Ah, noch ein Zaun. Was soll ich damit, ey? Das ist kein Zaun, das ist das Baust du. Das sind diese Sprays, die man so bekommt, weißt du? Aber das sind die Wände, die man baut, oder? Das habe ich nie verstanden, warum man diese Sprays bekommt, Alter. Ein Trommelgewehr. Noch ein Rucksack. Warte mal, irgendwie fühle ich mich langsam verarscht. Wo bleibt denn eine Hauptfigur? Es muss nur eine Figur geben, oder nicht? Noch eine Waffe. Oh, eine goldene. Ist das ein Scar? Scheißegal, Mann. Wo ist die Figur? Oh, Sniper mit Schalldämpfer. Nur Waffe? Oh, die ist neu, die Waffe. Die ist ganz neu. Oh, die Schalldämpfer-MP. Bin ganz schön enttäuscht, Alter. Also ich muss sagen, das ist sehr umweltbewusst, das mit diesen Verpackungen. Also man könnte das nochmal extra nochmal verpacken, dass es noch heftiger gibt. Ist das nicht die gleiche, die man schon... Nein, das ist die Ska. Das ist die lilane Ska. Oh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Endlich. Das ist ein Charakter. Gib dir mal die lilane Ska. Nein, ich gebe dir erstmal so einen Rucksack. Passt zwar nicht dazu, aber scheiß drauf. Aha. Doch, geht eigentlich, oder? Okay, ich hebe so einen Zettel, wo alles draufsteht. Das kann man angeblich alles in diesen Piñatas bekommen. Da muss man aber ziemlich viele Piñatas kaufen, um das alles herauszufinden. Und es gibt all diese Charaktere hier. Den habe ich. Nee, ich habe nicht den, ich habe den als normalen. Du hast den weiß. Nicht in rosa. Weiß-schwarz. Also ich bin ehrlich gesagt leicht enttäuscht, weil man müsste tatsächlich wahrscheinlich so 20 von diesen Piñatas kaufen, um diese ganze Sammlung abzuschließen. Und das ist sehr teuer.
Also ich habe gerade wahrscheinlich minimal geschwitzt bei diesem Zusammenbauen hier. Das war echt anstrengend. Also für 29 Euro habe ich ein bisschen mehr erwartet als nur einen Star Trooper oder Stormtrooper. Wie heißt das denn? Sie sieht aus wie der Typ von Star Wars. Also den und noch ein paar Waffen und so ein Zeug. Und diese Graffitis, also das ist ja wirklich eine Verarsche, oder? Also wegen der blauen Pampa ist das auf jeden Fall gelohnt, oder? Leute, falls ihr das gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare, warum. Ich packe das ganz schön wieder ein in die Piñata. Und wir machen weiter mit der nächsten Sache, die hoffentlich ein bisschen cooler ist. Die nächste Sache ist eingepackt und wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, was ich alles bestellt habe, aber es kann sein, dass es so ein T-Shirt ist. Wahrscheinlich bin ich stark genug. Hast du eine Schere noch eben hier gehabt, oder? Nein, ich kann das auch so, Alter. Eine Tüte. Nein. Lass mich los. Ganz schön anhängig, oder? Die mal. Ja, das finde ich heftig eigentlich, oder? Like a Boss. Ey, ich hab gerade einen TikTok gemacht mit genau diesem Tanz. Du hast doch gestern diesen Tanz gelernt. Ja. Zeig mal. Okay, ist gut. Schreibt in die Kommentare, wie gut ihr den Tanz gefunden habt. Also ich finde, Philipp kann es richtig gut. Also das ist der wunderschöne Beutel. Der Stoff ist aus 100% Baumwolle. Das erkenne ich am Geruch. Und auch Kinderarbeit ist leicht zu erkennen möglicherweise. Nein, Spaß. Natürlich war das nicht von Kindern gemacht. Das ist wahrscheinlich alles German Quality. Wahrscheinlich auch deutsche Qualität, weil von Amazon ist ja wahrscheinlich alles aus Deutschland produziert. Wir müssen das ja testen, wie cool das aussieht, wenn man das ja mal, wenn man in die Schule geht und mal so einen Beutel hat. Ich mach das mal ein bisschen cool so. Leute, check ab, wie heftig das aussieht. Boom. Boom. Wow. Also, wer das nicht haben will, kann ich nicht verstehen, wenn man das nicht haben will. Nee, das Ding ist, ich weiß nicht, was das gekostet hat, aber es ist auch extrem überteuert. Wenn du überlegst, das ist einfach nur so eine Tüte für wahrscheinlich 2 Euro und dann so ein billiger Druck, das man auch wahrscheinlich auch zu Hause selbst produzieren kann. Für diese Qualität gibt es auf jeden Fall einen Win, ey. Mega der schöne Stoff. Wow, Leute. Riecht der gut? Riech mal kurz. Kann ich sagen? Ja, tatsächlich riecht das ganz schief. Ha! Oh! Also ich habe gerade den Preis nachgeschaut bei Amazon, weil es ist echt lange her, als ich das bestellt habe. Das Ding hat 16,90 Euro gekostet. Was glaubt ihr, wie viel das in der Produktion gekostet hat? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass es wirklich nicht über 3,50 Euro. Das kann nicht sein, dass es mehr als 3,50 Euro in der Produktion gekostet hat. Also kann man mit Fortnite-Produkten ganz schön Kohle machen, glaube ich, oder? Was sagt ihr? Wenn ihr das gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare, warum. Machen wir weiter. Okay, ich weiß nicht, was das nächste sein wird. Jetzt weiß ich es wieder. Das ist so ein Billo-Pulli. Das hat irgendwie 15 Euro gekostet. Und kann nicht sein, dass ein Pulli mit einem Fortnite-Druck so günstig ist im Vergleich zu anderen Produkten. Ist ja mega günstig irgendwie. Das bedeutet, da ist wahrscheinlich nicht viel Chemie drin oder so. Das ist wahrscheinlich sehr gute Qualität. Obwohl, fühlt sich eigentlich nicht schlecht an. Ey, diesen Skin habe ich. Heftig, oder? Das ist Marshmallow-Skin. Warte mal, ich muss es anziehen, oder? Aber nicht gucken, ja? Oder? Die Reaktion ist auch super, oder? Dein Gesicht ist komisch gerade. Also Leute, er hatet einfach, weil er neidisch ist, weil er natürlich auch diesen Hoodie haben wollen würde. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie heftig findet ihr den Hoodie mit meinem heftigen Bizeps zusammen? Nein? Ich behalte ihn trotzdem an bis zum Ende des Videos und mache ein bisschen Schweiß da rein. Schreibt in die Kommentare, warum ihr diesen Hoodie haben wollt. Ich weiß, das hat, glaube ich, über 10 Euro gekostet. Für so ein bisschen wenig Plastik. Also, Leute, der Raptor oder auch Raptor oder wie auch immer diese Englisch nichts verstehen, ist ein Schlüsselanhänger. Guck mal, Leute, ist das scharf. Also, für meinen Geschmack ist das ein bisschen groß für einen Schlüsselanhänger. Meine Schlüssel sind kleiner als diese Anhänger. Vor allem, wie groß ist dieser Ring eigentlich? Das kann den Kopf drehen, checkst du? Ich habe gerade nachgeschaut, der war nicht mal so teuer. Ich habe mich geirrt, das war unter 10 Euro. Und zwar 6,40 Euro. Für dieses ein bisschen wenig Plastik und mit ganz, ganz viel Liebe gemacht. Falls ihr das haben wollt, schreibt es in die Kommentare. So einen großen Schlüsselanhänger brauche ich nicht. Obwohl, es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du die Schlüssel verlierst. Das fällt schon auf, oder? Egal, wo das liegt. Springt richtig ins Auge, oder nicht? Hammer. Ein Applaus hat das verdient. Eine weitere Tüte. Das ist ein T-Shirt. Wieso habe ich so viele Klamotten bestellt eigentlich? Vielleicht hätte ich einfach nur nichts mehr zum Anziehen und dachte mir sofort, als Klamotten geht immer alle. Ach nee, das ist ein Schlafanzug. Und zwar besteht es aus einer kurzen Hose und einem T-Shirt. Take the L. Das ist doch diesen, den Tanz, weißt du? Ah. Soll ich das anprobieren? Also ich finde es heftig, oder? Was sagt ihr? Fast meine Größe, XS Kindergröße bestellt und das hat gepasst. Okay Leute, auf der Skala von 1 bis 10, wie cringe ist das gerade? Schreibt's unten rein. Das ist eine Fortnite Nerf-Pistole. Das hat die Welt gebraucht, oder? Oh. Heftig, Mann. Ah nee, das ist sogar eine Wasserpistole. Wie man sieht, kann man hier Wasser reinmachen und hier vorne, wer hätte das gedacht, kommt das Wasser raus. Probieren wir das mal aus. Oh, du Penner. Sieht schon echt realistisch aus, oder?
Okay, falls ihr das auch haben wollt, schreibt in die Kommentare, warum, aber schießt nicht auf fremde Menschen auf der Straße. Und falls ihr das macht, sagt nicht, dass ihr das von mir habt. Die letzte Sache ist eine Mütze. Wow. Vielleicht mache ich einen Song über eine Fortnite-Mütze. Das wäre heftig, oder? Guck, die Naht hier, die guckt voll raus. Das ist ganz schön schlecht produziert hier, ne? Wie heftig sieht das aus? Also wenn ich noch in die Schule gehen würde und von heute auf morgen so in die Schule komme mit diesem Hoodie und mit dieser Mütze, ich bin schon heftig dann, oder? Also die Leute feiern mich. Respektpunkte garantiert. Würdet ihr mich feiern, wenn ich so in eure Klasse reinkomme? What's up, man? Nein, ich sehe keine Reaktion. Wo ist die coole Reaktion? Ja! Alles klar. Gute Freunde habe ich hier, ne? Danke. Man muss so ein bisschen den Pony noch raushängen lassen, so Capital Bra-mäßig. Bra, wir tragen Rolex, original. Viel zu viele wollen das hier. Toll, das war, wow, das war lebensbereichernd, diese Produkte getestet zu haben. Ist wunderschön, tolle Sachen dabei gewesen. Deswegen will ich sie auch eigentlich gar nicht haben. Schreibt in die Kommentare, was davon ihr haben wollt. Vergesst nicht, euren Instagram-Namen dazu zu schreiben. Sonst kann man euch sehr schlecht kontaktieren über YouTube. Und abonniert Philippe hinter der Kamera. Dankeschön fürs Kamera halten und für Ablenken. Und checkt die letzten Videos ab, wo es ums Thema Fortnite geht. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön, gesund und gut drauf. Tschüss.